Hallo Leute, Nick hier von NMDK Design. Ich freue mich, dass ihr in dieses Video reingeklickt habt. In der heutigen Episode zeige ich euch, wie ihr Windows 7 automatisiert herunterfahren könnt. Bleibt also dran! Wer kennt das nicht? Ihr habt den Download einer Datei gestartet oder rendert ein Video und wisst, es wird ungefähr so um 4-5 Uhr fertig. Da ihr aber Strom sparen wollt, wollt ihr euer Windows automatisiert um 4-5 Uhr herunterfahren. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt über den Bildschirmabgriff. Also gehen wir direkt drüber. Wir sind jetzt hier über den Bildschirmabgriff in meinem Windows-System. Und das Ganze finden wir unter Zubehör, Systemprogramme und dann hier die Aufgabenplanung. Dann gehen wir hier über einfache Aufgabe erstellen. Das kann man dann benennen. Machen wir das jetzt mal herunterfahren. Klicken auf Weiter. Und wählen jetzt hier aus, wann soll die Aufgabe gestartet werden. Wir wollen das jetzt einmalig demonstrieren, also klicken wir hier an Einmal, gehen auf Weiter, können jetzt hier den Tag, also das Datum und die Uhrzeit auswählen, ja, können wir jetzt mal hier machen 20.30 Uhr, dann gehen wir auf Weiter, hier soll ein Programm gestartet werden und jetzt kommt eigentlich der ausschlaggebende Punkt, hier gibt man dann ein Shutdown und als Argument minus S, minus F. Wenn ihr jetzt hier auf Fertigstellen klickt, dann ist es so, dass euer Windows um die festgelegte Uhrzeit am festgelegten Tag heruntergefahren wird. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Wenn euch dieses Video gefallen oder sogar geholfen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Über Kommentare von euch würde ich mich natürlich auch sehr freuen. An der Seite seht ihr noch weitere Videos, die ich produziert habe. Schaut da mal rein, vielleicht ist was Interessantes für euch dabei. Ich sag Tschüss und bis dann, euer Nick.